Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Grow. So, in der letzten Folge haben wir Lycoras Kinder wieder aus hier befreit und so, ne? Und, man kann hier oben spazieren gehen. Das ist sehr gut. Für mich neue Aufnahmesession und ich habe keine Ahnung, was wir eigentlich tun wollten. Ich weiß, wozu ich angehalten wurde. Oder ist einer drin, für den haben wir was abgeschlossen. Das ist sehr gut. Dann gehen wir da mal rein. Was haben wir abgeschlossen für dich? Wolltest du nicht auch einen Schnauzer? Nein, du hast einen Schnauzer, oder? Nein, du wolltest einen. Wir stellen uns mal so hin. So, und dann quatschen wir den an. So. Schnauzer, falls nicht, hier, nimm. Sorry, das muss. Yeah. Mach dich viel attraktiver. Ein Schnauzer, klasse. Das verleiht meinem Gesicht auf jeden Fall Charakter. Nur weiß ich nicht, ob es die richtige Art von Charakter ist. Ja, du hast so ein bisschen was von Watson. Rauchige Haarfarbe. Also grau. Okay. So, ich weiß, wozu ich angehalten wurde, denn auch Leute, die mich privat anquatschen können und das dann nicht in die Kommentare schreiben, haben Wünsche geäußert. Ja? Wir haben gemeint, Mensch, da läufst du in Höhlen rein und dann findest du Rezepte für perfekte Welten. Wir haben diesen Samen übrigens, diesen Weltsamen übrigens schon einmal gefunden. Nur so nebenbei kann man... Rosie und ich sind jetzt voll dicke, oder? Ja. Okay. Ja, und dann läufst du nicht zurück und machst diesen Samen. Wie gesagt, wir haben den schon einmal gefunden. In einer relativ frühen Folge, aber... Ach komm... Warum kann ich eigentlich mit denen nicht interagieren? Nee, geht nicht. Schade. Okay. So, dann gehen wir da mal rein und dann machen wir mal so einen perfekten Weltsamen. So, wir... Alambique, ich interagiere mit dir. Alchemie... Weltsamen. So. Und das können wir nicht, weil uns fehlt klebrig. Uns fehlt klebrig, schwammig haben wir genug. Nachgiebig haben wir auch, aber uns fehlt klebrig. Wir können gar nicht. Moment. Wo haben wir denn klebrig hergehabt? Alchemie. Wo hatten wir denn klebrig? Da können wir nochmal rein. Nochmal. Da nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Ich glaube, von den Steinen hatten wir klebrig gar nicht, ne? Da auch nicht. Hier könnte... Nee, ist auch nichts dabei. Oh, Samen, durstig. Okay, was hier könnte man noch? Ah, sieht's, nee. Nee, hier auch nicht, ne? Hier auch nicht. Wo hatten wir klebrig her? Ich weiß es nicht. Eisenerz hatten wir doch. Von Philit? Nein. Oh, alchemistische Batterien können wir da auch reinschmeißen. Oh, funkelnd. Okay. Bisschen teuer für funkelnd, aber hey. Silbererz vielleicht? Nee, auch nicht. Was haben wir da reingeworfen, um klebrig zu bekommen? Blumenbeete? Nee. Bitter. Dachelig. Das hier? Nee, auch nicht, ne? Oh, schmeißen wir mal 10 insgesamt rein, aber da kam es auch nicht her. Verdammelig, was haben wir da reingeworfen, damit wir klebrig bekommen haben? Ich weiß es nicht mehr. Verdammte Axt. Oh, stylische Sonnenbrille, schmeißen wir auch mal rein. Warm und stachelig. Ich glaube, das war eine Tapete, die wir da reingeworfen haben, von der wir das bekommen haben. Lasst mal eine große Ernährungsverstärkung. Nee, brauchen wir jetzt nicht. War das die Schleimtapete? Nee. Nee, da gibt es schwammig. Pilz? Niedlich und lecker. Helle Pilztapete? Auch nicht. Lila? Nee, von Lila gibt es matschig. Von Blau gibt es niedlich. Niedliche Pilztapete gibt es stinkend. Schleimtapete. Nee, hatten wir ja schon. Eiscreme-Tapete?
Eisig. Wüste? Eisig, stinkend, lecker, trocken. Orange? Auch nicht. Blätter? Da gibt's mysteriös, okay. Rosa? Auch nicht. Wüste? Nee. Was ist denn diese super psychedelische Tapete, die wir immer hatten? Bin mir fast sicher von der. So. Regenbogen? Nee. Eisig von Regenbogen. Funkeln, trocken. Nee. Augen? Funkelnd. Nee. Nee, auch nicht. Das ist... Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir klebrig her hatten. Da vielleicht? Nee, da gab es wässrig. Ich habe keine Ahnung. Nee, da gibt es nochmal mysteriös. Herbstliche Pilz. Auch alles Mögliche, nur nicht das, was wir brauchen. Ich glaube, es war die psychedelische Tapete, die ich da damals reingeworfen habe. Das können wir jetzt natürlich nicht nachvollziehen. Ich vor allem auch nicht, leider. Weil ich das ja offline ausprobiert habe und natürlich nicht aufgeschrieben habe, was da gibt. Warum auch, ne? Aber wir haben ja hier unseren Top-Laden des Vertrauens und da kann man ja für Miora kann man ja Tapeten kaufen. Da können wir mal gucken, ob es hier... Ja, hier können wir Sandverlaufstapete können wir mal... Nehmen wir mal ein paar mit und... Blau war es nicht. Was gibt's hier drüben? Rosa Wüste, blaue Frost. Ja, grobe Braune, nee. Die grobe Braune war es auch nicht. Alle guten Dinge sind drei, auch nicht. Traute Zweisamkeit brauchen wir auch nicht. Dann gehen wir mal weiter. Miora haben wir ja, ne? Miora haben wir ja zu Genüge. Was kann man hier eigentlich, wenn man hier hingeht, Angestellten zuweisen? Dachfarbe, Sockelfarbe, Marke. Marke. Schnelle Expansion. Ein bisschen Spaß muss sein, wenn ausgesetzt ist. Mehr Miora nach Wohlbefinden der Angestellten. Hau mal rein. Dann den hier. Dann können wir da einen zweiten reinlassen. Vielleicht haben wir noch... Haben wir hier noch jemanden, der farmaffin ist? Ich glaube nicht, ne? Floristen, Batista, arbeitslos. Was möchtest du? Badehaus, Friseur. Taverne, Tempel, Bäcker haben wir aber, Florist, Bibliothekar, Pharma, Gastwirt. Okay, dann haben wir da leider niemanden. Was kann ich eigentlich mit dir machen, jetzt wo du so hier bist? Was möchtest du tun? Ich glaube, du wolltest kuscheln, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht gesehen. Ach, du willst immer alles, okay. Ja, nein. Dann müssen wir weiter gucken. Ja, da sind die Wiesenquartiere. Das ist total toll. Und so, hier mal runter. Hier weiter rüber. Ich glaube, wir haben da drüben noch keinen Gemischtwarenladen, ne? Wollte ich nicht eigentlich schlafen gehen? Irgendwie sowas war doch, ne? Ich wage mich noch zu erinnern. Ich habe nämlich keine Ahnung. So, geh mal hier lang, hier rum, hier rüber, hier. Hier schaut es nochmal aus, als wäre eine Höhle. Da ist zumindest so ein Markierungsstein dafür. Sowas aber auch. Hier mal hoch, hier hoch, hier hoch. Stürzt dich nicht in die Fluten. Milbe, sehr gut. So, dann hier mal weiter und natürlich, Ich habe im Schnitt gesehen, ich bin hochintelligent. Wahrscheinlich jammert ihr schon seit Tagen. Mensch, du Spieler, du hast ja hier zwei Kaffeehäuser gesetzt. Intelligent, wie ich bin, ne? Ja, habe ich zwei Kaffeehäuser gesetzt. Da ist Kaffeehaus Nummer 1 und da drüben ist Kaffeehaus Nummer 2. Habe ich sehr gut gemacht. Die habe ich auch sehr stolz auf mich. So im Nachhinein. So, da möchte jemand was. Wir gehen da mal rein. Wer möchte was? Du möchtest... So, Noemi, seit Ewigkeiten keinen erfrischenden Melonensaft Natur. Okay,
Stück Melone Natur. Ich kann mal gucken, ob ich irgendwo was finde. Wir haben das nicht. Aber wir können ja mal schauen, ob wir es irgendwo finden. So, was haben wir da? Geometrische Tapete haben wir auch nicht. Nehmen wir mal... Halt. Ja, das war jetzt schon Wüstentapete. Spitzenprinzessinnen. Ja, hau rein. Komm, nimm. Gönn dir. Oder ist noch mal jemand? Isaiah arbeite gerade. Bart lauter Bienen dachte gleichmütig. Ja, können wir. Vielleicht haben wir sogar eine. Haben wir sogar eine. Haben wir sogar vier. Hervorragend. So. Yeah, perfekt. Danke. Bienenbart, ich komme. Ja, ne, jeder wie er möchte. Eisenschlüssel, was ist das hier? Schnelle Expansion, können wir mal eine mitnehmen. Verstärkung gesucht haben wir. Traute Zweisamkeit haben wir auch. Farbverlaufstapete, nein, das ist auch leider falsch. Dann hier wieder hinaus. Ja, die wollen alle. Alle wollen, ne? So, hier können wir mal. Können wir mal, so, da ist nämlich noch gar keiner drin. Und dann können wir den doch, oder? Oder können wir den nicht? Anpassen, drehen, bewegen, abbrechen. Wir haben es doch letztes Mal auch geschafft, dass wir es löschen konnten. Wie konnte man das denn? Da gab es doch irgendwo eine Möglichkeit. Auswahl, abbrechen, bauen. Hierhin und dann hier. Und dann ist das weg. Da ist nämlich auch immer noch keiner drin. Verwalten. Gibt es hier eigentlich irgendjemanden, der braucht ein Zuhause? Was möchtest du werden? Farm. Gemischtwarenladen. Farm. Farm. Braucht ein Zuhause. Stadtgarten. Okay. Barkeeper, Friseur, Krämer. Okay. Gärtner. Gemischtwarenladen, Friseur, Taverne. Farmer. Okay, hier haben wir eine Farm. Da müssten wir hin und müssten die mal größer machen. Das wäre, glaube ich, eine echte Sache. Ah, komm, machen wir mal. Hopp, hopp, auf geht's. Hüpf, hüpf, hüpf. So, ist natürlich auch sehr schön, wenn der Schwanz vom Kostüm im, ne? Glaube ich, sag einfach lieber nichts mehr. Das ist, glaube ich, am besten. So, hier hin. Und dann... Bitte da, Marke, Verstärkung gesucht, Marke, schnelle Expansion. Dann haben wir alle drei, dann können wir hier hin, hier rum, hier rüber, hier hin, hier dahin. So, dann einmal schön weit rauszoomen. Und dann haben wir hier beispielsweise Platz, um ein neues großes Haus zu bauen. Hier so rumdrehen. Natürlich falsch rumgedreht, aber hey. So. Ich würde sagen, so. Das sieht dann auch echt hübsch aus. Kann man machen. Zack. Sehr schön. Und dann abbrechen. Hierhin. Nein. Lass das los. Da sind drei Leute drin. Da sind drei Leute drin. Da sind drei Leute drin. Da ist immer noch kein. Naja, gut. Okay, hier. Wir sollten hier hinten vielleicht auch nochmal vielleicht nochmal ein großes Haus hinsetzen. So vielleicht, weiß nicht. Wie macht man das denn am besten? Hier gar nicht, ne? Weiß schon. So, da kommen wir nicht rum, da kommen wir nicht raus, da kommen wir nicht rüber. Da könnten wir so, oder? So. Ja, da baus hin. Sehr schön. Und dann gehe hier auf Verwalten. Du brauchst ein Zuhause, du möchtest Farm. Du möchtest Gewischwarenladen, der ist hier aber dicht. So, du möchtest ein Zuhause. Ja, ich möchte dir ein Zuhause geben. Er möchte kein Zuhause haben. Hier Bewohner zuweisen. Ich glaube, der war das, ne? Ich glaube, der war das. Und dann können wir hier wieder verwalten. Nein, dann müssen wir vorher auf die Leute. Hier, du bist auch arbeitssuchend. Bitte. Farm? Angestellter? Du? Du? Und du. Dann haben wir da vier Leute, die alle in ihrem Traumjob arbeiten. Ist das nicht toll?
Das ist absolut, absolut grandios und hervorragend. So. Stopp, das wollten wir ja gar nicht. Meine Güte, der Kerl, war. Das ist ja, hier, der braucht ein Zuhause. Was möchtest du? Gemischtwarenladen? Geht nicht. Stadtgarten? Geht nicht. So, Gastwirt, Farmer, Barkeeper, Farmer, Friseur, Krämer, Gärtner. Okay, dann sind aber hier alle vergeben. Wir brauchen hier unbedingt langsam noch einen Barista. Wir brauchen hier noch eins Barista. So, dann arbeiten hier vier Leute. Was bringt mir das eigentlich? Irgendwie nichts, oder? Weiß man nicht. So, da oben ist noch ein Friseur. Da arbeitet, glaube ich, keiner. Kann das sein, dass hier keiner... ich habe doch eben nicht laut gesagt. Was willst du hier? Ich will hier gar nicht. Ja, ja. Hier. Danke. So, dann hier hin. Haben wir. Dann gibt es hier Frisuren. Dann gibt es hier Bärte. Dann gibt es hier Kasse. Dann gibt es hier Miura. Hallo? In irgendeiner Richtung wird es doch... Da. Nein. Schon gut. Ja, ich entschuldige dich. Ich will nicht mit dir reden. Geh weg. Hier, da will ich. Oder auch nicht, dann lass mich in Ruhe. Geh weg. So, einmal hier hin, einmal hier hin. Ja, da arbeitet jemand doch da natürlich. So, dann haben wir das. Aber wir haben immer noch keinen... Wir haben immer noch kein Klebrig. Rosie, hör mich pfeifen. So. Da haben wir das. Da hätten wir den Inselschauplatz. Da haben wir nochmal ein Naturschutzgebiet. Da haben wir den Ebenendistrikt. Da waren wir noch nicht im Gemischtwarenladen. Wo ist der Gemischtwarenladen? Der Gemischtwarenladen im Ebenendistrikt ist unten. Richtig, da beim Eingang. So, hier lang, hier rum, hier rüber. So. Dann haben wir das. Pastell, Anthrazit, Wald. Alles nicht richtig. Geometrische. Da haben wir noch drei. Da nehmen wir trotzdem welche mit. Da haben wir auch noch. Da, grob braun, nimm doch mal mit. Gibt's hier... Alchemie, schnelle Expansion nehmen wir einmal mit. Verstärkten Gesuch brauchen wir nicht. Aller. Nein! Da! Das sollst du. Kauf es. Nimm es. Verlauf-Tapete. Sandverlauf, Sonnenverlauf, Pastellverlauf. Komm, nimm einfach alle. Komm, wir machen den Laden leer. Wir machen den Laden jetzt einfach einmal leer und dann werden wir schon sehen, ob da irgendwo eine Tapete dabei ist, die wir brauchen können. Und wenn nicht, dann halt nicht wahr, dann können wir es nicht ändern. Dann ist dem halt so. So, hier rum, hier rüber, da runter. Okay. Da war mal ein Haus, da liegt ein Buch. Das Buch habe ich schon mal gelesen, ich bin mir sicher. Okay, und da geht's. Ja, genau. Jetzt weiß ich wieder, was ich tun wollte. Ah, pfeife sie dann zum Alchemistenhaus. Natürlich. Zum Alchemistenhaus. Wo ist mein Haus? Da ist mein Haus. Das, was aussieht wie eine Türe. Und dann stehen wir oben bei der Rosie. Dann können wir da runterspringen. Juhu. Können nochmal kurz an den Alambik rantreten und die ganzen Verlauf... Da oben hockt da drin. Schaut's ihn euch an. Im Blumenkasten. Schau, dass du runterkommst. Ich pack's nicht. Ich pack's ja nicht. Im Blumenkasten, ne? Alchemie. So, wir haben viele Verlaufstapeten gekauft. Hier war nichts dabei, ne? Hier könnte man mal... Nein. Auch nicht. Auch nicht. Hm. Auch nicht. Auch nicht. So saftig, lass mal, obwohl. Ja. Auch nicht. Auch nicht. Beim Phyllit auch nichts dabei. Kupfererz vielleicht. Eisenerz.
Eisenerz auch nicht, Silbererz auch nicht, ne? Nee. Okay, ein Deko-Laternenmast für deine Stadt. Wüste? Nein. Da gibt's Lecker. Mhm. Super. Absolut gigantisch. Ein Vogelbad vielleicht? Nein. Auch nicht. Rauchplatz? Auch nicht. Rankgitter. Auch nicht. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Dann kann es ja eigentlich fast nur noch eine Tapete sein. Aber ich befürchte, es war die psychedelische. Wie schaut es eigentlich hier aus? Gottes Weisamkeit. Trocken. Ja, ausgetrocknet. Eisig. Okay. Verstärkung gesucht. Auch nicht. Ja. Oh, da gibt es Schneiderei-Deko. Sehr schön. So, wir haben gerade... Da war es nicht dabei. Da war es nicht dabei. Da war es nicht dabei. Wo sind es denn die Verlaufstapeten? Hier Papaya-Verlauf. Nein. Cyber-Verlauf. Auch nicht. Prärie-Verlauf. Auch nicht. Marine grüner Farbverlauf, der eindeutig rosa ist. Regenbogenfarbverlauf. Auch nicht. Sonnenfarbverlauf. 2, 3, ja, das verspielt mit dabei. Die können wir auf alle Fälle mal durchdreschen. Verträumt wir auch dabei. Gelb, rot. Ach, ich sag's euch. Die Tapete war es auch nicht. Geometrische. Komm. Nein, die geometrische war es auch nicht. Sandfarbverlauf. Da ist klebrig mit bei. So. Wir haben 3 klebrig. Wow. Okay. Ja, nein. Okay, sehr gut. Dann, wisst ihr was? Dann legen wir uns hin, schlafen mal eine Nacht. Das können wir ja gerne tun. Ach, verdammt, jetzt wollte ich das machen, weil klebrig und so, ne? Ein Gasthaus, ein Café, ein Tierchencenter, ein großes Haus, 6 große Häuser. Grandios, ne? So muss das. Waldregion. Guten Morgen, Liebchen. Ja, erzähl mir mal was. Wer hat wo draufgehauen? 100, 100, 100. Inselschauplatz noch nicht. Okay, da aber schon. Okay. Hier, ja, läuft, ne? Abbrechen, würde ich mal sagen. Und dann gehen wir mal hier rüber. Da Inselschauplatz. Gehen wir mal eben hin. Yeah. Da haben die Immerlinge echt Arbeit getan und so und geleistet und... hier. Okay, da kommen sie alle raus. Hier. Mach mal hier und dann hier auf die Bewohner. Braucht ein Zuhause, der ist noch arbeitslos, der ist Tierfriseur. Du möchtest normaler Friseur werden und du möchtest im Gasthaus arbeiten. Hey, weißt du was? Hier, schau mal. Großes Haus, Bewohner zuweisen. Boah, der Montgomery, der kann ja gar nichts. Ja, mit dem Servicewert kann ich dich nicht ins... Ja, komm, mach. Dann. Aber dann sei auch glücklich, wa? Na, hier, Gasthausangestellter Montgomery möchte, da brauchen wir auf alle Fälle... Der braucht auf alle Fälle, ne? Wo ist der? Ich habe gerade keine Ahnung, wo der ist. Ist aber auch... Oh, was willst du? Wer bist du und was willst du hier? So, du brauchst ein Zuhause. Du möchtest auf eine Farm. Alle wollen sie auf eine Farm. Du wärst so viel besser aufgehoben in einem Gasthaus. Aber okay. Egal. Ich wollte ja mal in das Tierchencenter reingucken. Das war ja der große... Das große heiße Ding, was ich hier tun wollte. Wo ist dieses Tierchencenter, von dem ich gehört habe? Das könnte das Tierchencenter sein. Wow. Okay. Oh mein Gott, da kann man sie kaufen. Ja, man braucht ein Tierchencenter, da kann man die Tierchenhütten kaufen. Okay, läuft. Tierchencenter am Start. Hau rein.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, jetzt kriegen wir den Idefix, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Weil der ja... Verdammt, wir müssen... Es hilft nichts. Es tut mir sehr leid, aber es tut mir wirklich leid. Aber wir müssen, bevor ich jetzt überhaupt noch irgendwas und generell und so, wir müssen hier Wiesenquartiere, ja, hier die Wiesenquartiere und dann haben wir hier hinten irgendwo haben wir das Haus von der, wo ist sie, die Tante? Das ist sie, oder? Jo, das ist sie und da möchten wir bitte hierhin, Haustierhütte, 1 Haustierhütte, Dachfarbe, boah, bitte nicht, bitte so, dann hat die da nochmal Stufenaufstieg, Blumenkästen kann die auch haben, hier, so, solche Blumenkästen hat die, kann die noch eine Marke, nein, kann die nicht, okay. Aber wir können hier auf alle Fälle dann ein Tierchen lagern bei derer. Das ist Bombe. So. Hier lang, hier rum, hier rüber. Du hast sehr schöne Hörner. Das freut mich enorm für dich. Dann hier einmal rüber. Da hinten waren auch noch welche. Und da müsste irgendwo noch ein großes Haus sein. Okay, da ist kein... Doch, da ist ein großes Haus. Hier, ne? Du bist, glaube ich, ein großes Haus. Genau, und da können wir auch... Wo ist sie? Da ist sie. Haustierhütte. Nein, möchte ich jetzt bitte nicht. Blumenkasten können wir... Sehen wir nicht. Nehmen wir den hier. Nehmen wir auch den hier. Briefkasten, nehmen wir den. Marke. Alle guten Dinge sind 3. Sehr schön. Dann können wir da auch wieder Leute unterbringen. Und wir können da nochmal ein Tierchen unterbringen, was natürlich extrem toll ist. Weil wir haben ja noch so viele Tierchen, die uns eigentlich mögen, ne? Aber. Und dahinter die Hütte mit den rosa. Ja? Die Hütte, die so vollkommen toll aussieht, da hinten im Eck, die bekommt auch so ein Haustierhütte. Ja, das muss. So, oder? Nee, hier die große. Die große Hütte bekommt noch so ein Haustier. Ding, Blumenkasten, da nimm den da, Haustierhütte. Nimm jene. So, und so funktioniert das mit den Haustierhütten. Ja, man baue sich ein Tierchencenter und da drin kann man die dann käuflich erwerben. Hervorragend. So, aber meine Lieben, dann würde ich sagen, ich fliege jetzt da mal nach oben und schaue, dass ich noch ein bisschen Zeug zusammengegammelt bekomme und euch wünsche ich jetzt erstmal einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vergesst nicht zu bewerten da oben, da müssen wir hin. Bis dahin und ciao.